Ich begrüße Sie zu einem neuen Video und möchte wieder etwas sagen zum Thema Survival, Überleben. Und Survival Physik haben wir die, glaube ich, genannt, diese Reihe. Und diesmal geht es um die Orientierung. Also wie kann man sich orientieren, wenn man eben orientierungslos ist, wenn einem da die Hilfsmittel fehlen, wenn man irgendwo hin möchte in eine bestimmte Richtung oder auch in einer bestimmten Lage irgendwie eingekesselt ist oder eingebuddelt ist und sich da oben, unten, links, rechts, Norden, Süden und so weiter beschaffen möchte. Nun, glaube es ist klar, wenn Sie ein Handy haben, und ein Handy hat ja meistens dann auch die Möglichkeiten, via GPS die Orientierung zu finden, dann müssen wir gar nicht mehr weitersprechen. Wenn Sie GPS haben am Handy, dann können Sie dort mit den Hilfsmitteln des Handys, wenn Sie die schon mal ausprobiert haben, problemlos sich wiederfinden und auch eine Karte ja oft einblenden lassen. Das können wir also jetzt hier in dem Fall vergessen. Auch wenn Sie einen Kompass haben, der noch funktioniert, können wir sagen, dann können wir im Prinzip hier Stopp machen und weiterklicken. Schwieriger wird es dann, wenn Ihnen diese Sachen fehlen und wenn man zum Beispiel, machen wir ein kleines Beispiel, wissen möchte, wie komme ich Richtung Süden. Das heißt, Sie sind irgendwo in der Landschaft draußen, Karten, Handy, Kompass und so sind nicht vorhanden. Wie kann ich mich da in Richtung Süden orientieren? Und da gibt es eine Möglichkeit, dass man die Sonne verwendet. Die Sonne ist ja auf der Nordhalbkugel der Erde so, dass sie im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Also wenn ich das hier jetzt zeichnen würde, da haben Sie den Horizont. Und das ist ein großer Horizont, da etwa 180 Grad. Und die Sonne geht dann so, sagen wir, im Frühling oder so, irgendwo auf und wieder unter. Das heißt, der Lauf der Sonne ist ja üblicherweise dann so ein Bogen. Sie ist irgendwann am höchsten, am Nachmittag geht sie wieder langsam unter. Und wenn man einfach weiß, dass die Sonne zum Beispiel um 8 Uhr morgens aufgegangen ist und am Abend um 6 Uhr vielleicht untergeht, im Frühling oder Spätfrühling, da kann man sich da so in Gedanken einigermaßen diese Zeiteinteilung vorstellen und dann sagen, wenn zum Beispiel die Sonne jetzt hier steht und man weiß ungefähr, dass es vielleicht 4 Uhr am Nachmittag ist, dann ist eben die Südrichtung, also dort, wo die Sonne am höchsten ist, diese hier. Dann muss ich das, wenn ich Richtung Süden laufen will, so laufen, diese Richtung. Oder entsprechend, wenn ich Richtung Osten will, entsprechend senkrecht dazu. Also wenn man ein bisschen eine Vorstellung hat von der Zeit, das kann man auch am Sonnenstand einigermaßen abschätzen, und eben die Sonne sieht, dann kann man sich recht gut, mindestens also behelfsmäßig orientieren. Ich selbst reise sehr viel herum, ich mit dem Auto, mit dem Motorrad und so, und ich achte eigentlich immer darauf, wo die Sonne ist, irgendwie automatisch. Und manchmal, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo, sagen wir mal, in Deutschland bin, und noch Zeit habe, ein bisschen herumzufahren, dann lege ich die Karte weg und das Navigerät und so und sage einfach, fahre ich einfach so, dass ich immer die Sonne so rechts vorne vor mir habe. Dann weiß ich schon, fahre ich automatisch Richtung Süden, wenn es am Nachmittag ist. Also Sonnenstand ist sehr hilfreich, auch dann, wenn man leichte Krümmungen macht, die aber sehr lange sein können, dann merkt man anhand des Sonnenstands, dass man eben die Richtung geändert hat. Wenn man die Sonne selbst nicht sieht, wenn man zum Beispiel im Auto ist, sieht man ja manchmal die Sonne nicht, weil da das Dach ist vom Auto, oder auch wenn man irgendwo anders ist, wo man die Sonne nicht sieht, dann hilft auch der Schatten. Alle Objekte, die von der Sonne beschienen werden, haben einen Schatten und die Richtung des Schattens zeigt dann immer in die Gegenrichtung von der, wo die Sonne ist. Also da kann man manchmal sich mit dem Schatten behelfen. Auch wenn die Sonne vielleicht bei bedecktem Himmel nicht sichtbar ist, da kann man vielleicht um einen Stab herum schauen, ob man so eine Art Schatten Effekt sieht, sieht man manchmal besser als der Himmel selbst. Der Himmel selbst ist ja oft bewölkt und hat dann eine gewisse Struktur durch die Wolken auch. Möglicherweise kann man dann am Schatten besser sehen, wo es dann dunkel wird und dann in der Gegenrichtung wäre dann die Sonne. Also das heißt, vom Himmelskörper her ist es sehr einfach, dass man die Sonne eben zur Hilfe nimmt. Dann der Mond in der Nacht, kann sich überlegen, ja, kann ich den Mond auch verwenden? Der Mond ist ja manchmal Halbmond oder so, manchmal ist er voll, manchmal zeigt er in die andere Richtung. Zuerst muss man mal sagen, der Mond ist in dem Sinne eine schlechte Orientierung selbst, weil der Mond ist im Laufe des Monats immer wieder woanders.
Monat kommt ja von Mond, also der Mond macht da im Laufe der 30 Tage, ungefähr 28 Tage, macht er einen vollen Umlauf um die Erde. Ich kann es nicht sagen, der Mond zeigt immer Richtung Osten oder so, oder Richtung Westen. Mond hat aber insofern eine kleine Hilfe, weil er zeigt natürlich mit seiner beschienenen Seite immer Richtung Sonne. Also der Mond ist ja ein beleuchteter Himmelskörper, nicht ein selbstleuchtender. Ich kann deshalb sagen, wenn der Mond von der Seite, also auf der Seite hier hell ist, dann muss die Sonne irgendwo da sein, auch wenn man sie nicht sieht. Die Sonne kann ja da hinter dem Horizont sein, aber wenn der Mond in der Nacht sichtbar ist, kann man sich anhand des Mond, des hellen Bereichs des Mondes die Sonne vorstellen. Und dann kommt es darauf an, wie viel Uhr es ist, und kann dann mit der Uhr, ähnlich wie hier, unter dem beschienenen Teil des Mondes etwa auch die Richtungen von Norden oder Süden oder so finden. Also einigermaßen. Aber man hat natürlich oft in der Nacht auch eine andere Möglichkeit, nämlich das Firmament, also die festen, die Fixsterne, die sich nicht bewegen, nicht wie die Planeten oder der Mond. Und da gibt es ja bekanntlicherweise eine Sorte von Sternen, die einem helfen, Norden zu finden. Das ist der große Bär oder der große Wagen. Das sind Sterne, die ziemlich hell sind und ungefähr so aussehen. Und danach hat es hier noch irgendwie so ein Deichsel, ungefähr so sieht das aus. Ziemlich helles Teil hier am Firmament. Und wenn man da die letzten zwei Sterne hier fünfmal verlängert, 1, 2, 3, 4, 5, dann kommt man hier auf einen Stern, und das ist der nördliche Polarstern. Der zeigt Richtung Norden. Das heißt, das ist derjenige Stern, wo quasi die Erdachse, wenn man die verlängern würde, etwa durchgehen würde. Also alle Fixsterne drehen sich um diesen Polarstern herum. Also wenn man den gefunden hat, dann weiß man, dort ist Norden. Es ist auch so, dass dort beim Polarstern selbst auch nochmal ein sogenannter kleiner Wagen ist, der irgendwie so aussieht, ein bisschen weniger auffällig. Ich habe da bei Wikipedia rasch eine Karte rausgesucht. Das Problem bei diesen Sternkarten ist natürlich immer, dass man die Striche in Wirklichkeit nicht sieht. Also das sind ja Striche, die man jetzt hineingezeichnet hat, um da Andromeda oder Cassiopeia oder so, da haben wir dieses W, zu sehen. Und da sehen wir aber jetzt recht schön den großen Wagen. Das sind diese Sterne hier, das sind die ich gezeichnet habe. Wenn man diesen hinteren Teil, also hier heißt es großer Bär, das gleiche, wenn man diese da verlängert, 5, da kommt man auf diesen Stern hier, und dieser Stern ist der Polarstern. Also um diesen Punkt herum dreht sich das ganze Firmament. Und da sehen wir auch den kleinen Wagen, wie er dazu gehört. Also ich habe es jetzt vorher ungefähr so gezeichnet. Ja, mit der Orientierung. Wenn man da ein bisschen geübt ist, findet man den sofort, wenn man also überhaupt Nordrichtung sieht und wenn man überhaupt Sterne sieht, und kann sich dann da Richtung Norden orientieren. Gut, also kann sagen, der Mond, Sonne ist sehr gut, wenn man die sieht. Der Mond ist so einigermaßen hilfreich, wenn man einfach die beschienene Seite in der Nacht nimmt, als Hinweis, wo die Sonne steht. Dann ist der Polarstern. Wenn man den sieht, ist ein sehr gutes Mittel, um Norden zu finden. Was haben wir noch? Nun, vielleicht einfach für die Orientierung. Also gut, wenn man eine Karte hat zum Beispiel, kann man natürlich einen Vergleich von dem, was man sieht, mit dem, was auf der Karte ist, eventuell dann an sich auch orientieren. Also das ist dann wieder ähnlich einfach, wie wenn man da GPS und Kompass hat. Aber ich möchte jetzt quasi die Richtung ohne weitere Hilfsmittel wie Kompass oder Karte finden. Und da helfen eben dann diese Gestirne, Sonne und so weiter recht gut. Manchmal hört man, dass man an den Bäumen sieht, wo Norden ist, weil es da mehr Moos hat. Aber ich habe jetzt da an mehreren Orten gelesen, dass das eigentlich nicht funktioniert, weil die Bäume sind sehr oft auf der Seite, wo sie viel Niederschlag haben, bemoost. Und das ist eben in unseren Breiten meistens die Westseite. Also der Regen und auch die Windrichtung ist in Europa von Westen her. Und da haben wir dann da eher die Moosseite und nicht die Nordseite, auch wenn die dunklere Seite ist. Gut, ein weiterer Trick, den ich gut finde, ist, wenn man Wasser findet, wenn man ein Bächlein findet, dass man dann einfach, das macht man wahrscheinlich auch natürlicherweise so, wenn man dann irgendwo im Gelände ist, läuft man einfach diesem Bachlauf nach. Weil beim Bachlauf ist es meistens so, dass sich dann weitere Bäche zusammenfügen und irgendwann kommt man dann zu einer Siedlung oder einem Haus, weil Häuser und Siedlungen entstehen normalerweise bei Wasser, also bei Bachläufen. Und das geht ja dann auch runter, das heißt, wir haben dann irgendwann vermutlich auch einen See oder so. Also die Bachläufe
benutzen, denen nachlaufen, dann kommt man normalerweise zu Siedlungen, wenn das mal nötig ist. Jetzt kann es auch passieren, dass man zum Beispiel mal in einer Lawine oder in einer Erdverschüttung drin ist und dann auch wirklich total eingesperrt ist und von allen Seiten vielleicht auch Druck spürt, dass man gar nicht mehr richtig weiß, was eigentlich oben und unten ist. Wenn das passiert, wenn man im Auto drin ist, dann hat man ja noch Raum um sich herum und kann dann mit einem kleinen Experiment, auch wenn es dunkel ist, nicht mal mit einem kleinen Experiment feststellen, wo oben und unten ist. Man kann zum Beispiel etwas in die Hand nehmen und hängen lassen. Und das hängt dann eben so in der Richtung, in der die Schwerkraft wirkt. Also wenn dann eine Kette oder etwas, was Sie hängen lassen, so nach oben zeigt, dann wissen Sie, in der Richtung geht es nach unten. Oder? Dann müssen Sie es in der Richtung graben, wenn Sie nach außen wollen. Oder wenn die Kette, wie man das so nach unten hängt, dann wissen wir, müssen da nach oben gehen. Also wenn Sie Raum um sich herum haben, können Sie entweder etwas hängen lassen oder auch etwas fallen lassen. Das fällt dann natürlich auch in die Richtung, in der die Schwerkraft wirkt. Dann wissen Sie schon mal, was oben und unten ist, auch wenn Sie kein Licht haben. Wenn Sie von allen Seiten Druck spüren, dann ist es schwierig, auch durch den Druck, den man normalerweise ja unten spürt, wenn man sitzt oder so, diesen Druck zu benutzen, um da sich zu orientieren. Und da müsste man eben schauen, dass man sich einen kleinen Freiraum schaffen kann, in der Nähe der Hand zum Beispiel, und da eben etwas, vielleicht wenn das Erde ist, abkratzen und schauen, in welche Richtung das fällt, sodass man dann weiß, falls das möglich ist, in welche Richtung man eventuell graben muss, um da nicht nach unten, sondern nach oben zu kommen. Also ich hoffe, niemand von Ihnen wird jemals in die Situation kommen, aber wenn man da, man hat ja viele Lawinenopfer jeden Winter da in der Schweiz, da möglicherweise ist so eine einfache, eine kleine Orientierung mit so einem Schwerkraftexperiment hilfreich, wenn man sich da überhaupt noch selbst befreien kann. Ein letzter Punkt, das habe ich mal als Kind irgendwo gelesen und finde das eigentlich sehr interessant. Es kann ja sein, dass man in einer Höhle drin ist und nicht mehr raus weiß. Eine Höhle, das ist irgendwo ein Eingang, nicht wahr? Und dann macht das mal ganz wild hier. Da hat so Seitenarme und so weiter, wie sowas. Da wäre der Ausgang. Sie sitzen jetzt irgendwo da und suchen den Ausgang. Es ist dunkel und Sie laufen da und dann laufen Sie vielleicht in die Richtung, sind verzweifelt, dann laufen Sie in die Richtung, dann kommen Sie zurück an den alten Ort und da probieren Sie es hier und da geht es auch nicht weiter. Was kann man da tun? Und da gibt es einen Trick, der wirklich sehr einfach ist. Sie nehmen Ihre Hand und fahren da an die Höhlenwand und laufen einfach so lange, laufen einfach, indem Sie dauernd diese Wand berühren. Dann laufen Sie das automatisch dieser Wand entlang. So, und das dauert natürlich eine Weile, aber Sie werden garantiert dann hier ankommen. Egal wo Sie starten, bei so einer Höhle wird das garantiert so passieren. Also können Sie einfach mit dem Finger der Wand entlang laufen und kommen dann irgendwann zum Ausgang. Das hat nur einen Punkt, wo das nicht funktioniert, nämlich wenn Sie da so eine isolierte Stelle haben mit der Höhlenwand, Sie da jetzt mit der Hand berühren würden und dann laufen Sie einfach hier im Kreis herum. Und dazu ist es dann hilfreich, wenn Sie vielleicht an der Stelle, wo Sie starten, etwas deponieren oder ein Zeichen machen, sodass Sie, wenn Sie dann da wieder vorbeikommen, dann merken, aha, da war ich jetzt schon. Das heißt, dann müssen Sie eine andere Stelle suchen, diese vielleicht, der dann nachlaufen, das, dann funktioniert es. Schöne Sache finde ich, wenn man auf diese Art dann den Ausgang findet. Dauert vielleicht ein bisschen länger, als wenn man es direkt sucht, aber es ist eine sichere Methode. Gut, damit ist dieses kleine Video zu Ende und ich bedanke mich fürs Zuhören.